Herr Vogel, Sie sind natürlich der langjährige Leiter des Arbeitskreises Krankenhausbibliotheken, beschäftigt am Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern, Medizinische Bibliothek der Vinzenz-Gruppe in Linz. Und ja, Sie haben schon einige versierte Vorträge, Kurzvorträge hier bei uns gehalten. Und heute dürfen wir von Ihnen in einem Crashkurs lernen, wie wir ganz mühelos unseren E-Mail-Support in den Bibliotheken optimieren. Bitte schön. Ja, herzlich willkommen zu diesem Kurzvortrag. Wir sind da jetzt alle online, das sehen wir mal wieder auf dieser Tagung. Und entsprechend lässt sich nicht vermeiden, dass uns die Nutzerinnen und Nutzer quasi E-Mails schreiben und uns Fragen stellen. Und ich finde, dass es ja nicht sein kann, dass man uns auf diese Weise vom Internetsurfen abhält. Und ich habe zu diesem Zweck keine Kosten und Mühen gescheut und mittels quantencomputerischer Auswertung die letzten 20.000 Kontakte mit dem Customer Support der großen Verlage für Sie ausgewertet und die 99 besten Tipps zusammengestellt, wie Sie sich also Verantwortung, Arbeit und Nutzerinnen vom Leib halten können. Ja, wir beginnen. Das geht jetzt nicht weiter. So, Teil 1. Kein Mail ist das beste Mail. Das heißt also, wer kein Mail bekommen will, muss früh anfangen und zwar am besten bereits auf der Webseite. Wo Sie keine Mailadresse angeben, kann Ihnen keiner ein Mail schreiben. Ich möchte Ihnen ein paar der besten Abwehrstrategien vorstellen. Zum Beispiel das Kontaktformular. Kennen wir alle. Schaut als erstes mal sehr professionell aus. Dient aber hauptsächlich dem Zweck, dass man zusätzlichen Aufwand hat, bis man seine Nachricht, seine Anfrage bei einem Verlag deponieren kann. Sie müssen jedes Mal Ihren Namen eingeben, Ihre Firma, Ihr Land und so weiter. Das kann man ja noch beliebig ausdehnen. Das heißt also, hier wird der Aufwand schon mal erhöht und vielleicht lässt sich der ein oder andere damit schon abschrecken. Um das Ganze noch zu steigern, können Sie dann zum Absenden dieses Kontaktformulars noch einen Schritt weitergehen und noch so ein Capture hier einbauen, zum Beispiel, dass man Ampeln markieren muss. Manchen wird es dabei schon zu bunt. Wenn diese Schritte nicht genug sind, kann ich Ihnen noch was empfehlen. Sie können zuerst mal weitere Fragen stellen, in dem Fall hier versuchen, die Anfragenden in ihrer Identität zu verwirren. Das heißt also, man muss sich erstmal selber fragen, wer bin ich eigentlich, in welcher Funktion möchte ich jetzt was anfragen? Vielleicht bin ich gar nicht auf dieser Liste aufgelistet. Was bedeutet das dann? Bin ich berechtigt, hier eine Frage zu stellen? Eine weitere Methode, die dann noch einen Schritt weiter geht, ist erstmal eine Registrierung zu fordern. Das heißt also, dass man erstmal eingeloggt sein muss, um überhaupt eine Frage stellen zu können. Auf diese Weise werden schon selbst die hartnäckigsten Nutzer doch ziemlich abgeschreckt. Und wenn Ihre Webseite dann feststellen sollte, dass sich nach mehreren Minuten die Person immer noch herumtreibt und es noch nicht aufgegeben hat, dann würde ich empfehlen, gleich mal ein Pop-up zu starten, das schon gleich fragt, wie die Erfahrung auf der Webseite war und einen kleinen Fragebogen dann anbietet. Das waren jetzt nur ein paar der wichtigsten Methoden, wie Sie also bereits im Vorfeld E-Mails abwehren können. Wenn es dann soweit kommt und Ihnen tatsächlich jemand ein E-Mail schreiben kann, geschrieben hat und sich eine Antwort nicht mehr vermeiden lässt, dann haben Sie weitere Möglichkeiten, dort strategisch geschickt zu reagieren. Das Erste, ist zum Beispiel eine automatische Antwort. Die Strategie ist quasi eine indirekte. Durch die automatische Antwort haben Sie keine Arbeit, weil die automatisch vom System erstellt wird. Sie können in dieser automatischen Antwort den Nutzern suggerieren, dass sie schnell
eine Antwort erhalten. Sie können in der automatischen Antwort auch eine konkrete Angabe machen, in welchem kurzen Zeitraum natürlich Sie antworten werden. Und dann kommt der Trick. Natürlich antworten Sie nicht in diesem Zeitraum und frustrieren Nutzerinnen und Nutzer maximal. Weil nämlich, wenn diese dann wieder schreiben, bekommen sie einfach nur die gleiche automatische Antwort. Und wer dann nicht aufgibt, der muss schon sehr hart gesotten sein. Ganz wichtig auch folgende Strategie, dass Sie von einer No-Reply-Adresse schreiben. Das wirkt irgendwie neutral und technisch, zeigt aber doch sehr deutlich, was Sie jetzt von den Nutzern erwarten. Das ist jetzt eine Mail, die ich geschrieben habe, auf eine Antwort vom Verlag, basierend auf einer weiteren Strategie, die ich dort festgestellt habe, nämlich einfach nicht auf die Frage zu antworten, die man gestellt hat. Das erleichtert Ihnen die Sache sehr, weil Sie nämlich immer nur die gleichen Mails schreiben müssen und die Anfragen auch gar nicht lesen müssen. Wenn dann sich doch mal herausstellen sollte, dass Sie vielleicht einen Fehler gemacht haben und eine Anfrage, eine Beschwerde vielleicht sogar gerechtfertigt wäre, dann niemals zugeben, dass Sie einen Fehler gemacht haben. Das heißt, Missverständnis. Unglückliches Missverständnis in diesem Fall. Das heißt, das ist das, worauf Sie sich einlassen können. Maximal bitte. So, wir kommen zu Teil 3, wie man Nutzerin wieder los wird. Das heißt also, wenn all diese Strategien jetzt nichts genutzt haben und also auf Ihre Antwort hin Nutzerinnen wiederum reagieren, dann haben Sie noch ein paar letzte Möglichkeiten. Die einfachste ist natürlich einfach aufhören zu schreiben. Das heißt, keine Antwort, kein Mail, dann kann auch nichts weiter passieren. Man kann als Nutzer dann höchstens wieder und wieder antworten, aber nicht schreiben ist immer noch die einfachste Lösung. Eine gute Idee ist auch komplizierte Anleitungen zu geben, was die Nutzerinnen jetzt alles tun müssen, um ihr Problem zu lösen. Standardanleitungen natürlich, also Passwort zurücksetzen, Cookies löschen, neuen Browser installieren, Windows neu installieren und so weiter. Das kann man beliebig steigern. Die Nutzerinnen, Nutzer denken dann, ja, es liegt an mir, es liegt an meiner Technik. Und sie sind sie erstmal wieder los. Ebenfalls beliebt, heutzutage schreiben sie Englisch. Englisch kann heute jeder. Vor allen Dingen schreiben Sie natürlich anspruchsvolle E-Mails auf Englisch mit Floskeln, die deutschsprachigen Nutzerinnen und Nutzer zermürben, weil Sie denken, oh Gott, wie soll ich denn da antworten? Sie sitzen dann ungefähr eine Stunde an so einem E-Mail, bis Sie das Gefühl haben, dass Sie jetzt halbwegs ein korrekt formuliertes englischsprachiges Antwort-Mail zustande gebracht haben. Und als letzter Tipp für heute, unterzeichnen Sie die E-Mails immer mit anderen Namen. Das suggeriert den Nutzerinnen und Nutzern, dass also immer andere Personen diese E-Mails beantworten und damit also niemals irgendwie eine sinnvolle Kommunikation zustande kommen kann. Und bringt Sie hoffentlich dazu, möglichst bald aufzugeben. Ja, und wenn Sie sich jetzt fragen, wo sind die restlichen 77 Tipps? Dann kann ich Ihnen nur mit einem Internet-Meme antworten, das ich kürzlich gefunden habe. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.